Willkommen in der Sentinel Bay, eurem Anlaufpunkt für objektive und unabhängige Transformers Reviews. Heute machen wir mal ein etwas anderes Format. Ich habe mir nämlich gedacht, statt mir nur hinter der Kamera zu sitzen, versuche ich euch einmal in der Woche einen kurzen Überblick zu geben, was ist in der Woche so passiert. Gehe nochmal auf ein, zwei Sachen aus Reviews ein, die ich vielleicht vergessen habe, falsch gemacht habe, ergänzen möchte. Und gebe euch einen kleinen Ausblick auf das, was in den nächsten paar Tagen so auf euch wartet. Und wir fangen mal damit an, dass wir kurz nochmal auf die Final Victory-Figuren eingehen, beziehungsweise auf zwei dieser Figuren. Und zwar habe ich tatsächlich ein relativ relevantes Feature bei diesen Figuren übersehen. Ich habe mich gewundert, sowohl bei Huffer als auch bei Brawn, warum man eigentlich diese Helme abnehmen kann. Und habe dabei eine recht elementare Kleinigkeit übersehen. Denn auf der Rückseite ist ein alternatives Gesicht für beide Figuren. Das ist mir tatsächlich durch die Lappen gegangen. Das heißt, ihr habt für Huffer hier zwei Möglichkeiten. Wobei ich jetzt bei Huffer das Gesicht nicht so unterschiedlich finde. Dann gucken, ob wir es scharf kriegen hier. Das ist eure Variante 1. Und die zweite Version, der guckt da so ein bisschen grimmiger. Das ist diese Version. Ich finde sie jetzt nicht so groß unterschiedlich. Hier ist der Mund etwas breiter. Von daher gefällt mir dieser Kopf eigentlich etwas besser. Das heißt, ihr habt also bei Reckless Combat diese Möglichkeit und habt auch bei Hammer, heißt er, glaube ich, bei Final Victory. Ich hatte mich also ein bisschen über dieses Gesicht hier beklagt. Das ist so diese rufende Fassung auf der Rückseite des Kopfes. Ist aber dann tatsächlich auch der stoische Gesichtsausdruck. Also der gefällt mir nochmal deutlich besser. Ändert jetzt überhaupt nichts an der Wertung der Figur. In keinster Weise. Aber ich wollte doch wenigstens das klargestellt haben, dass ich das mittlerweile auch verstanden habe, dass das Abnehmen der Helme tatsächlich einen Sinn hat. Ich überlege bei Brawn den Helm tatsächlich, das wäre mein erster Custom Paint. Aber den tatsächlich in einem dunkleren Grau anzumalen, weil es einfach dann besser zur Figur passt. Vielleicht ist das eine gute Variante, das einfach mal zu probieren. Das heißt, das hätten wir soweit aus dem Weg geräumt. Dann hatte ich jetzt die Transformation Havoc Serie, also sprich die Transformation Stunticons. Da ist mir auch eine Kleinigkeit entgangen. Und zwar geht es um diese Klemme hier bei Revolt spielt die nämlich eine Rolle. Ich dachte, sie spielt nur in diesem Modus oder diesem Schildmodus von Motormaster. Irgendwo hätte sie einen Platz. Aber sie ist tatsächlich dafür gedacht, die Verbindung zwischen der Combiner-Hand und Dragstrip fest zu umschließen quasi, dass sich die nicht löst. Ich hatte damit nie ein Problem. Von daher, aus meiner Sicht, wäre das gar nicht unbedingt notwendig. Aber dafür ist es wohl gedacht. Das sei an dieser Stelle also auch noch gesagt. Dann, was kommt auf euch zu in den nächsten Tagen? Zum einen habe ich mir diesen kleinen Kerl hier besorgt. Das ist Magic Squares Stereo Master, also ein Legends Class Blaster. Ich habe mich von den Legends Class Figuren bisher so ein bisschen, also gerade so diese Legends Class Masterpiece Figuren, habe ich mich so ein bisschen ferngehalten. Ich habe ein paar Hasbro Legends, die kosten da irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro oder 15. Aber von denen hatte ich mich bisher ferngehalten, weil ich so ein bisschen Angst habe, dass die mir gefallen. Ich da ein größeres Fass unter Umständen aufmache. Aber bei Blaster, quasi mein Lieblingscharakter, konnte ich jetzt in dem Moment nicht entstehen. Das heißt, dazu wird es ein Review geben. Dann seht ihr schon, guckt so halb ins Bild, werden wir uns im Laufe der Woche mit MP22 beschäftigen. Masterpiece Ultra Magnus, den ich nach langem Suchen auch endlich gefunden habe. Gebrauchte Figur bei eBay, aber in einem Top-Zustand. Und der Verkäufer hat ein paar Tage gebraucht, um ihn zu versenden, aus eigentlich nachvollziehbaren Gründen, er war einfach krank. Hat aber mir zur Entschädigung tatsächlich noch ein Masterpiece Bumblebee dazugelegt, also MP21. Das fand ich sehr kollegial. Ich hatte ihn leider schon. Von daher habe ich den weiter veräußert, aber das war ein sehr netter Zug. Ja, also Ultra Magnus definitiv noch ein Thema. Und dann überlege ich, da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich das mache. Ich bin ja bisher wirklich rein auf Transformers spezialisiert sozusagen. Bin aber letzte Woche über eine Figur gestolpert im lokalen Spielzeuggeschäft, wo ich nicht so richtig widerstehen konnte. Und zwar Black Series Boba Fett. Also Hasbro Star Wars Black Series Boba Fett. Das ist dieser
Archivserie, ich glaube, das ist quasi einfach nur nochmal eine Art Reissue alter Figuren. Der ist ja schon von 2013, glaube ich. Aber er sah so gut aus, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Boba Fett, mein Lieblings-Star-Wars-Charakter. Und die ist richtig gut. Und ich überlege, ob ich auch jetzt eine Review mache. Lasst mich mal wissen, ob euch das interessiert oder nicht. Aber ich glaube, ich werde ihn doch einmal durchgehen. Cooler kleiner Kerl, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Dann habe ich lange mit mir gehadert. Das war Hafer. Lange mit mir gehadert, ob ich es tue oder nicht. Da habe ich jetzt aber dafür entschlossen. Ich habe auf Pre-Order MP44 Optimus Prime 3.0. Weil ich dachte, das wird so eine zentral wichtige, elementare Figur, glaube ich, für diese ganze Masterpiece-Sammelei, dass ich an der Figur eigentlich nicht dran vorbeikomme. Ich will sie zumindest einmal in der Hand gehabt haben, ob ich ihn dann behalte, entscheide ich aufgrund der Qualität, die sich dahinter verbirgt. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Es dauert ja auch noch bis August, September, aber MP44 wird es also hier bei mir in der Sentinel Bay auf jeden Fall auch noch geben. Dann habe ich vor, wir werden im April fahre ich mit meinem Kumpel Tim von Tim's Nerdcrate, Link ist hier in der Beschreibung, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, nach Holland zu TF Robots. Da werden wir ein kleines Videolog machen, denke ich, und mal gucken, ob wir da ein bisschen shopping gehen können. Da freue ich mich schon drauf. Ich wollte das letztes Jahr im Dezember schon machen, hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Das werden wir nachholen. Und ich habe endlich meine Tickets und auch Flugtickets für die TF Nation in Birmingham in England im August. Und da freue ich mich total drauf. Das wird super gut. Und auch da werde ich berichten, was da so alles passiert. Mal gucken, dass ich da einen kleinen Videoblog zu mache und ihr mal eine Vorstellung bekommt, was auf der TF Nation so läuft. Wenn ihr da irgendwas wissen wollt oder so oder im Vorfeld irgendwas wollt, sagt Bescheid. Wer tatsächlich möchte, dass ich von TF Robots aus Holland irgendwas mitbringe, fühlt euch frei, mich zu kontaktieren. Wir kriegen da schon irgendwie was gebacken. Und ja, das sind also die Sachen, die jetzt in nächster Zeit anstehen. Wie gesagt, diese Woche gibt es Stereo Master, es gibt MP22 und ich werde vielleicht auch den Boba Fett noch irgendwo mit reinklustern. Und dann gibt's perspektivisch habe ich mit erwähntem Tim Kay von Tim's Not Crate noch was vor. Nämlich ein kleines neues Format aufzusetzen, aber heute noch nicht zu viel verraten. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge, freue mich total darauf. Und ja, demnächst mehr hier auf diesem Kanal. Das soll soweit gewesen sein. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.